Die neue Bamberger Hütte im Herzen der Kitzbüheler Alpen auf 1761 Meter Höhe gelegen, ist ein idealer Stützpunkt über wunderbare Skitouren. Mit Matthias bin ich für 4 Tage hier unterwegs, um einen Teil der vielen Möglichkeiten zu nutzen. Von Wegscheid im Kirchsauer Kurzen Grund steigen wir entspannt in 2 Stunden zur Hütte auf. Der Wetterbericht verspricht für die kommenden Tage wolkenlosen blauen Himmel. Was willst du mehr? Das Wetter ausnützend steigen wir noch am gleichen Nachmittag die 500 Höhenmeter zur Stangelhöhe auf. Wir sind allein und genießen Ruhe und Abfahrtsgenuss. Ein neuer, wolkenloser Tag bricht an und mit dem westlichen Salzachgeier haben wir uns eines der Highlights der Gegend ausgesucht. Von der Hütte folgen wir dem Tal in südwestlicher Richtung bis zum Salzachjoch auf 1983 Metern und passieren das markante Markkirchl. Nach kurzer Abfahrt halten wir uns westlich auf den schon von weitem gut sichtbaren Salzachgeier zu. Die Aussicht ist fantastisch, ebenso wie die folgende Abfahrt. Um uns den Gegenanstieg zum Salzachjoch zu sparen, halten wir uns schon frühzeitig links in Richtung Schwebenboden. Hier fällen wir wieder auf,
halten uns in nordwestlicher Richtung und erreichen bald den 2354 Meter hohen Schwebenkopf. Wir haben den Gipfel für uns allein und genießen das Wetter und die grandiose Aussicht. Die Abfahrt beschert uns wieder traumhafte Pulverhänge. Wir halten uns links in nördlicher Richtung, queren unter den östlichen Ausläufern der Ahrleitenspitze und erreichen nach kurzer Zeit die Hütte. Unser Ziel für den dritten Tag ist der 2361 Meter hohe Tristkopf. Wieder wandern wir südwestlich in Richtung Salzachjoch. Jedoch biegen wir nach zwei Drittel des Weges nach links in die nordwestlichen Hänge des Nadernachjochs. Von hier geht es wieder nach Südwesten unter den Tristkopf, den wir über die Südflanke erreichen. Als Zugabe genehmigen wir uns noch den Baumgartgeier mit 2392 Meter, knapp 30 Meter höher als der Tristkopf. Wir schwingen die südseitigen Hänge hinab in den Talkessel zwischen den beiden Gipfeln. Nach kurzer sonniger Rast erreichen wir den Baumgartgeier über seinen Ostrücken. Überflüssig zu erwähnen, dass der Himmel mal wieder wolkenlos ist und wir den Gipfel fast für uns allein haben. Die Abfahrt vom Baumgartgeier entpuppt sich als absolutes Highlight. Ein traumhafter Pulverhang reiht sich an den anderen. Es ist purer Skigenuss, der uns in den nordostseitig ausgerichteten Hängen erwartet. Nach fast 500 Höhenmetern Abfahrt ist der Rausch wieder vorbei und wir steigen auf zum Niedernachjoch. Von dort geht es wieder zurück zur Hütte.
Wir genießen einen feinen Nachmittagskaffee und lassen den Tag in Ruhe ausklingen. Für den letzten Tag haben wir uns den Hausberg der Hütte, den 2447 Meter hohen Schafsiedel, aufgehoben. Der Aufstieg vorbei an der zugefrorenen Seenlandschaft der Wildalmseen ist wunderschön und wir kommen mal wieder in den Genuss der winterlichen Sonne. Am Gipfel genießen wir ein letztes Mal das atemberaubende Panorama. 4 Tage traumhafte Skitouren rund um die Bamberger Hütte liegen nun hinter uns. Die Bedingungen waren perfekt und auf der Hütte wurden wir bestens versorgt und waren gut untergebracht. Die abschließende Abfahrt durch das Manzenkar bescherte uns ein letztes Mal schöne Pulverhänge, bevor wir über den Forstweg zurück zum Parkplatz in Wegscheid gelangen.